So, gehen wir mal runter. Oh! Hey, ist das nicht die Kathedrale, wo er reingekracht ist hier? Das sieht man ganz schlecht. Da muss das Dorf da unten irgendwo sein, ne? Da? Da? Nee, das ist Alt-Tristram, ne? Da unten. Das Coolste kann man von hier oben sehen. Da ist die Kathedrale, da ist reingekracht. Cool. Ja, cooler Aussicht hat man von hier oben, gebe ich zu. Ist hier irgendwas? Nee. Halle der Agonie, Ebene 1. Was, das läuft offen rum? Ist ja nichts Neues. So. Will noch jemand was? Okay, kein Kommentar. Foltermaschine hier, übel. Wir holen einfach nur den gefallenen Stern und dann raus hier, also den Engel. Und dann ganz schnell raus hier. Engel holen und raus hier, Engel holen und raus hier. Wieder, wie süß, so lang. Ein Lageplan oder sowas wäre ganz gut. Ich tue mal so, als hätte ich die Zombies da nicht sehen. Huch, oh, was ist denn das? Ah! Wie sinnlos ist das denn? Was ist das denn? Was haben die für einen Sinn? Für einen Zweck hier? Stehe ich nicht. Schnell durch. Rennen, rennen, rennen. Gott. So, hey, meine wieder zurück. Entschuldigt, das Telefon mal wieder. War der richtige Anruf? Konnte ich nicht ignorieren. Versuchen, das ein bisschen leiser zu stellen. So. Hochkleidung wird gemacht. Da unten ist der Ausgang zu. Ebene 2. Wie viele Ebenen hat sie denn hier, Mensch? Ah, die sind gefährlich, die Typen. Die verwandeln sich dann nach einer gewissen Zeit. Uah, die Großen. So, mal wieder. Heute runter, schau mal hier hoch. Immer gerade. Uah, blaue. Ja, nicht. Uah, nicht durch die Wand flitschen. Und weg. Okay, ich hab ja ganz schön Power. Ich hab ja was gedroppt. Doof. Ach, wieder die Typen. Da. War nichts. So geil. Herrlich. Wo lang, wo lang, wo lang. Ah, da unten ist schon der Pfeil, klasse. Ah, mein Gott. So. Hier rum. Ich muss reingucken. Huch. Ja, schön klar. Du schäffst halt immer den Zombie. Alleine, nee, weiß nicht. Denkt der ist bloß wieder das Hilfestellen oder zur Ablenkung. Die NPCs, die immer so mitlaufen, die schaffen wir eigentlich nie selber auf diese Monster. Doof gemacht eigentlich, die müssen schon auch logische Dinge mitmachen. Ja, gut. Geht's weiter. Hui, hab's geschafft. Hochlandpass. Ja, das brauchen wir noch nie alle. Ach, ja. Verlieren uns das Ziel nicht aus den Augen. Wir müssen den Engel retten. Ich finde, das hat eigentlich viel cool, nicht?
Aber ich sehe keine Ketten, die, ne? Ich sehe aber keine Ketten. Die soll ich nicht so nicht tragen. Das ist eigentlich ganz cool. Die Geräusche. Bin ich schlecht. Ah, das ist wieder Magier. Und da war er weg. Hey, seine Hand hält noch den Stock fest. Cool. Hm? Bäh. Ich bin Asilla, einst Gemahlin eines geliebten Leoris. Meine Diener und ich wurden Opfer seines Wahnsinns. Nun gebe ich euch meinen Segen, Heldin, um mein Gefolge von seinem ewigen Leid zu erlösen. Na gut. So. Na gut, dann retten wir die mal. Huch! Das ist die Angriffssituation. Die Tür zu kriegen. Ah, ja, gut. Das leckt mir nach. Das sind Leute. Ja. Oh, da ist er. Oh, Scheiße, ich bin nicht drin. Nein, hier bin ich. Und zack. Aha. No. Wow. Ach, er hat wieder was. Mal gucken. Sturm auf einen Gegner zu, verursacht Schaden und betäubt Gegner in der Nähe. Offensive. Huch. Fügt einem Gegner eine massive Schlacht zu. Ja, das klingt doch ganz gut. Ja, oh, ich trifft wieder was. So. Nehmen wir das einfach. Klingt doch ganz gut. Magier. Zack. Puh, da fliegt die Axt. Da ist eine. Ich hab die Überreste. Oh, ganz schön. Freiheit! Nach so langer Zeit! Freiheit! Kein Problem, gern gemacht. Da unten ist die nächste. Ich sehe es auf der Karte. Ich bin verfreund, cool. Bisschen Geld. Noch ein Schrein. Und jetzt hat noch die Seele. Haha. Ne? Ich. Wer kommt nicht? Wo? Wer wagt das? Das ist lustig, ne? Ich geh mal auf die andere Seite mal gehen. Oh, blaue. Nicht bereit. Mit solchen Gegnern wollte ich es schon immer aufnehmen. Ich mag blaue und deutsche Gegner. Da ist die Chance immer höher, bevor wir den Bärhilf drauf. Und bei Bossen natürlich noch höher. Aber bei ganz großen Massen ist es, je mehr ihr zusammenkommt, die man mit Ema wegkillt, umso höher ist halt auch die Chance. Na, hoch. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Na? So. Jetzt sind wir weg. Ah, da sind die nächsten zwei. Ich guck mal, bin auf dem Weg, bin auf dem Weg. Nur nicht weglaufen. Ja, aber gut, noch, ich weiß. Ja, ich. Kommt nur. Ich will vielleicht einer. Da sind die letzten zwei. Ja. Ja. Oh, ist wieder Magier. So, dann weg. Dann ist die Falle hier. Uah. Und es explodiert. So, hat man die Filme noch? Na, ich will sehen. Blumen im Bauch. Hm? Ach, das sind wir.
Und Tür öffnen. Hallo. Fett, guten Tag. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass ein hoher Geistlicher der Zakarom, Akan, die Verderbnis zu spüren begann, die am Herzen seines Glaubens saß. Er wusste, dass sie mit der Zeit seine geliebte Kirche zerstören würde und dass er handeln musste. Nach langem Beten kam Akan die Idee eines Kreuzritterordens. So, ich hol's erstmal. Oh, das sieht gut aus. Das nehmen wir mal. Was haben wir hier? Ja, haben wir noch was. Ja, das sieht gut aus. Gut, dann retten wir sie mal. Dank sei den Göttern, ich bin frei! Ich danke euch, edle Helden. Meine Diener sind nun frei. Doch der Fluch lastet weiterhin auf diesem Ort. Oh, nice. Mach den Werder in der Mitte des Verlieses ausfindig und setz seinem Übel für immer ein Ende. Okay, mach ich. Der kriegt auf die 12. Abschalt durchsetzen. Und zack. Da. Na, wo ist er denn? Na? Ich bin der Einzige hier! Muss ich alles selbst machen? So, da ist er doch. Ja, komm her, du. So, räumen wir ihn weg. Zack. Ganz easy. Locker flockig auf dem Handgelenk. So, da hätten wir den runter. Hier unten ging es ja weiter. Hier. Hier rum. Ah, da unten geht's weiter. Sehr schön. Uff, da kommt was hochgekraxelt. Okay, hier kommt noch mehr. Da kommt mehr. Oh, was ist denn da drin? Mein König, die Gefangene ist bereit, so wie ihr verlangt habt. Hab Dank, Lazarus. Eure Loyalität ist von unschätzbarem Wert inmitten all dieser Verräter. Und ihr, meine Liebe, meine eigene Ehefrau und Königin, die ihr ein Komplott gegen unser Königreich geschmiedet habt. Mein Liebster. Ich schwöre, ich habe euch nie hintergangen. Der hat seine eigene Frau hinrichten lassen. Ah. Leben bis zum Schluss. Das Problem ist der Verräter. Ein grausiges Ende für eine edle Frau. Scheiße. Oh, Ebene 3. Wie viele Ebenen denn noch? Ein Büchlein. Ich bin überzeugt, dass eine übelwollende Macht sich bemüht, mir die Kontrolle über meine Gedanken zu entreißen. Stimmen befehlen mir entsetzliche Handlungen. Manchmal scheine ich die Gewalt über meinen Körper zu verlieren. Lazarus weiß Bescheid, so viel ist klar. Er blickt mich auf seltsame Art an, wenn er mich abgelenkt wäre. Alles klar. Also. Der wusste das. Der wusste das da was nicht. Richtig. Oh. Aber er konnte sich wahrscheinlich nicht dagegen wehren. Verstehe ich. Wo geht's lang? Ich renne mal hier lang. Hier, die, die. So. Auf damit. Wäre ganz gut gewesen, ne? Das Buch, das wollte ich gar nicht. Ein Schatzgoblin. Nee. So, wo ist sie? Na, jetzt. So. Wo lang? Ich laufe mal immer jetzt hier runter erstmal. Ne? Das ist eine Laserwaffe. Und muss aufrichten. Ich geh erstmal da runter. Ah, okay, hier ist bloß. Total. Der Wegpunkt.
stehe auch überall Licht. Das ist ja schlimm. Verbrennt im Licht. Und hier kommen wir. Da ist noch Geld. Da auch noch. Suchen wir ein bisschen das hier lang. Was haben wir denn hier? Ja. Was ist hier weiter? Wenn die Öfen hier überall. Überall ist Feuer, das ist ja übel. Den Architekten möchte ich nicht gerne als Wendung nehmen. Nein, nein, ja. Da kommt das Gold nicht. Na, ah, sagt. Oh nein, Eis war nicht das Gold. Was kann ich so machen? Ich kann nicht. Ah, ich bin eigentlich rum. Und kann ich da. Lach das. Nee, ich muss hier lang. Irgendwie muss der Ausgang sein. Ah ja, da blinkt es zu. Da müssen wir hin. Ihr haltet den Kreuzzug nicht auf. Puh, na dann. Dann kommt Kammer des Leidens. Ja, das klingt doch vielversprechend. Oh, mal schauen, was jetzt kommt. Lea ist sicher zurück in Tristram und heult sich über der Leiche des alten Mannes die Augen aus dem Kopf. Schon bald wird sie wegen noch jemandem weinen können. Deinetwegen. Ich darf vorstellen, der Schlechter. Dein Haustier oder was? Ach, du Schreck. Mach dich platt, du Qualle. Okay, was sieht das aus? Den schaffen wir, war doch gelacht. Voll Angriff. Ich benötige mehr Zeit. Dann kommt die Regie. Ja. Da ist was. Fleisch, gibt doch Gemüse, mein Gott. So Obst. Das ist ja kein Fleisch, Scheiße. Aber ich kann Zapfen in den ganzen Raum. War letztens super. Ja. Vielleicht nicht wieder von sowas zu reden, jo. Mitten im Kampf. Und weg war er. Oh ja, wieder was legendäres. Supi. Oh, zwei was. Yeah, wie geil. Geil, da ist was legendäres. Und neues Wissen. Die Wahrheit über den schlechten Dämon war um einiges schrecklicher, als ich jemals erwartet hätte. Offensichtlich gibt es in den brennenden Höllen viele von ihnen, obwohl sie einst einzig und allein Diablo gehorchten. Die Schlechter werden aus Körperteilen anderer Dämonen zusammengenäht, um so all ihre Stärke in einem einzigen Körper zu sammeln. Anschließend werden sie mit böser Magie zum Leben erweckt. Aha. So, wir gucken gleich mal rein, würde ich sagen. Unser legendären Dämon. Warte mal, hat er jetzt gesagt, von diesen Schlechten gibt es noch mehr? Der bringt was. Im zweiten Ring bringt er sogar noch mehr. Setzen wir den kleinen rein. So, und die Waffe. Gucken wir uns auch mal an. Na, die bringt doch auch was. Super. Auch gleich rein damit. Zack. So, ach du Schreck, wie tief geht's denn hier noch runter? Ist ja krass. Du bist das hier, wie es da unten noch weitergeht. So, wo ist er? Da ist er. Ich halte dich. Halte durch. Ah, zack. Nein, wirst du nicht. Engel, nehmt euer Schwert. Mein Schwert.
Erzengel der hohen Himmel. Ich war die Verkörperung der Gerechtigkeit. Ich war. Ich bin. Tyrael. Tyrael. Tyrael ist cool. Bam, level up. Hi. Ihr habt meinen Geist wiederhergestellt. Und nun erinnere ich mich, wovor ich euch warnen wollte. Lass hören. Belial und Asmodan, die letzten Herrscher der Hölle, entfesseln eine Flut der Dunkelheit, die diese Welt ertränken wird. Schon jetzt ist Belials Schatten über Chaldeum gefallen. Dann werde ich nach Chaldeum gehen und bei Belial vorstellig werden. Wir müssen schnell handeln. Cool, also geht's jetzt nach Chaldeum. Und uns vorbereiten. In die Wüste. Wo sind sie? Ach, da oben. Verkaufen wir erstmal alles. Nee, jetzt hab's alles. Zack, 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 hoch. So. Das noch schnell wegpacken. Und dann kurz auf den losgehen. Zack. Die Zeit wird knapp, Freunde. In eben diesem Moment wächst Belials Einfluss in ganz Chaldeum. Aber wie sollen wir ihn aufschüren? Das ist gar nicht nötig. Magda und ihr dunkler Zirkel werden uns direkt zu ihm führen. Ich gehe nirgendwo hin, bevor Onkel Deckard seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Der Kreuzzug geht weiter. Aber wir müssen unsere Toten ehren. Ich habe eine Karawane angefordert, die uns nach Osten führen soll. Sprecht mit dem Karawanenmeister, sobald ihr bereit für den Aufbruch seid. Wir kümmern uns dann um Kane. Na gut, dann auf nach Chaldeum.